Ja, wir hätten Bomben, aber nee. Ich werde die Alchemisten-Ausrüstung loswerden. So, eigentlich haben wir fast schon wieder genug Eisen, aber lass wir ruhig noch ein bisschen sammeln. Wobei ich das auch eine Priorität oder zwei runterdrehen kann. Dass nur ein oder zwei Leute sammeln. So, und du? Nimmst mir jetzt bitte das alchemistische Zeugs da. Und packst es auf den Waffenständer da draußen. Und legst es da ab. Und zerstörst es mitsamt Ausrüstung, bitte. Ich hoffe mal, das klappt so. Ja, gut. Die Alchemistenausrüstung ist viel zu unhandlich, als dass ich sie nützlich finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gut, das Loch ist gefüllt worden. Heilstationen sind aktiv. Licht haben wir. Ja, wenn ich mehr Schwefel hätte, würde ich auch mehr... Verteidigung bauen, aber im Augenblick kommt nicht viel Schwefel rum und das nächste Schwefelvorkommen ist mir ein bisschen zu weit weg. Also das nächste offensichtliche öffentliche Schwefelvorkommen wäre hier nämlich eins, hier eins. Und da sind wir ehrlich gesagt zu weit weg von. Und ja, hier ist ein bisschen Schwefel wenigstens. Ich hoffe mal, dass sie auch im Tunnel Schwefel mal wieder finden. Erstellen wir mal noch meine Bogenausrüstung, bitte. Machen wir mal Stoff, dass wir von dem ab wieder 4 haben. So. Ich glaube, dann kommen sie aber nicht mehr hoch. Nö, das war anders. Ah, jetzt habe ich die Balken mit abgerissen. So. Genau so war das.
Und ich denke, hier können wir auch zumachen. Die Friemelarbeit mit den Balken, ey. So. Gut, dafür brauchen wir jetzt aber wieder mehr Holz. Zum Glück haben wir hier noch einen Wald in der Nähe. Allerdings habe ich auch das Problem, dass gleich wieder eine Welle kommt. Oh, du kannst den Stein eh nicht mehr aufräumen, also nimm dir den Bogen. So, was krieg ich diesmal aus den Löchern? 8, 14, 1, 1. Ach du meine Güte. Bin ich mal gespannt, aus welcher Richtung sie dieses Mal kommen. Werden. Und ja, mit Welle 20 ist das eigentlich ein ganz guter Abschluss. Erstens für die Aufnahmesession und für das Let's Play. Ja. Ich höre sie hier drüben irgendwo rumhämmern. Vielleicht mal hier hindrehen, bitte. Nein, sie kommen von unten. Feuer. Hauptsache, ihr trefft irgendwas. Da kommt der ganz dicke. Der ganz dicke hat irgendwie gerade keine Lust. Wenn am Schluss nur noch der ganze Dicke übrig ist, dann wäre ich echt happy. Oh, er kommt wieder. Ihr zwei bitte in die Heilstation gehen. So, der Dicke kommt hinterher.
Da kommt er. Verteilt euch, er ist drin. Sehr gut. Jetzt haben sie da schon wieder überall die Dinger verteilt. Ich glaub's nicht. Muss ich gerade mal gucken. Dass ich hier in dem Turm auch ein bisschen was hochgezogen kriege. So, und wieder Steine loswerde. So, die sind fleißig beim Eisen sammeln, weil sie gerade sonst nichts machen können. Also ich gebe noch weitere Eisenbahnen in Auftrag. Und nehme dann dem hier jegliche Priorität weg. Den beiden auch erstmal jegliche Priorität für Stein weg. Solange bis wir das Stein, was wir hier haben, aufgebraucht haben. Oder es dezimiert haben. Räumen wir hier noch ein bisschen die Waffen auf. Gut. Haben wir einen mehr am Waffenständer und an allen anderen steht was. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Menü. Überschreiben die Invasion. Ja, der wird es irgendwie besser gehalten haben bis jetzt. Ja. Und dann machen wir hier einen Cut. Also. Ja. Wie ich gesagt habe, es werden wahrscheinlich nicht mehr so schnell neue Aufnahmen kommen von Castle Story. Da ja unsere Let's Play-Invasion eh jetzt schon sich erledigt hat. Und das hier ja eigentlich ein Privat-LP von, ein Privatspiel von mir ist. Und das jetzt eigentlich einfach nur aus Not heraus gekommen ist. Habe ich euch hier mal weiter gezeigt. Ich werde wahrscheinlich eh jetzt in nächster Zeit nicht mehr so viel Castle Story spielen, da ich andere Sachen habe, die zu zocken sind. Und ich ja auch andere Projekte habe, die wichtiger sind, die schon länger laufen. Ja, tut mir leid, aber
Das war's fürs Erste mit Castle Story. Ich denke aber, ihr habt einen guten Einblick in das Spiel gekriegt. Es macht Spaß, muss ich sagen, aber die AI und die Performance-Bugs sind dann doch ein bisschen nervig auf Dauer. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Fürs Erste. Wir sehen uns dann bei meinen anderen Projekten oder wenn ich irgendwann mal wieder Zeit und Bock auf Castle Story habe, dass wir vielleicht diese Invasion hier weitermachen, bis wir hier drauf gehen. Also, in dem Sinne, bye bye.